Hallo, ich bin Christina Lunz und ich bin Mitbegründerin des Center for Feminist Foreign Policy. Seit vielen Jahren setze ich mich nun für eine feministische Gesellschaft ein, also für eine Gesellschaft, die gerecht ist, gerecht für alle. Denn der Status quo unserer Gesellschaft, in der Macht, Ressourcen und Zugänge disproportional und vor allem in den Händen von Männern aus dem globalen Norden liegen, kann keine gerechten Resultate produzieren. Und das sehen wir. Unsere Welt ist voller Konflikte, Katastrophen, Kriege, Klima-, Umweltzerstörung, Pandemien, Auseinandersetzungen. Und das wird sich auch nicht ändern, wenn wir es nicht endlich schaffen, Macht, Zugänge fair zwischen allen Bevölkerungsgruppen zu verteilen. Es gibt Bewegungen wie die feministische. Es gibt Organisationen wie eben auch feministische Organisationen, die sich genau dafür einsetzen. Und die brauchen aber Förderung, sonst können sie diese Arbeit nicht leisten. Feministische Bewegungen, feministische Organisationen sind weltweit maximal underfunded und überarbeitet. Das muss sich ändern. Und auch die Praxis, wie Geld vergeben wird. Zahlen zeigen, dass sowohl in den letzten Jahren die Gelder, internationale Gelder für Gleichberechtigung zugenommen haben, geht weiterhin nur 1% an feministische Grassroots-Arbeit, also an diejenigen, die täglich vor Ort daran arbeiten, dass sich Strukturen ändern, indem sie Netzwerke aufbauen, indem sie mit Akteuren sprechen, indem sie Projekte implementieren, indem sie Stück für Stück neue Strukturen schaffen. Diese Arbeit muss unterstützt werden. Und ganz nach dem Motto auch von Filia, der Frauenstiftung, wir brauchen Change, nicht Charity. Solidarity, nicht Charity. Und daher hoffe ich, dass ganz bald auch die Förderpraxis bei Stiftungen, bei GeldgeberInnen sich ändert, damit wir feministische Bewegungen nachhaltig finanzieren können.